Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Freunde unserer Volksmusik. Ich weiß nicht, wie oft ich in den letzten Wochen über mich selber den Kopf geschüttelt habe, über die Vermessenheit, in einer so hochheiligen Nacht und Stunde anderen etwas mitteilen zu wollen. Also, ich tue es ganz bestimmt nicht mehr. Aber man sagt sich halt irgendwann einmal, da magst du was und dieses Irgendwann kommt dann irgendwann und meistens schneller, wie man meint. Dabei mag ich diesen Tag, den heiligen Abend, wie keinen anderen im ganzen Jahr. Allein die Tatsache, dass dieser Tag von früh bis in die späte Nacht hinein Abend heißt, sogar heiliger Abend, das spricht ja schon für einen ganz außergewöhnlichen und besonderen Tag. Jetzt wird sich vielleicht der eine oder andere denken, was möchte denn eigentlich mit diesem Titel »Hörst du des Engels Gloria?« Also ich sag's gleich, wie es ist, dieses Zitat »Hörst du des Engels Gloria?« stammt aus einem Weihnachtsspiel, bei dem ich als Zweitklässler, also als Siebenjähriger, mitgespielt habe. Obwohl ich unsichtbar hinter der Bühne agiert habe, war der Erfolg meines Beitrages enorm. Mein Regisseur, der Herr Lehrer, der hat mich zwar dramaturgisch großartig ins Geschehen mit eingebaut, aber durch ein gewaltiges musikalisches Missverständnis zwischen Herrn Lehrer und mir hat sich dann sowas wie unfreiwilliger Humor in die sonst ernst gemeinte Weihnachtsgeschichte eingeschlichen, über die ich dann gleich erzählen werde. Richter wirst sein.
Urteil mich beschieden nun sein. Ich kann mich also noch gut erinnern, als wir in der zweiten Volksschulklasse kurz vor Weihnachten ein Krippenspiel aufgeführt haben. Unsere Eltern waren alle da und sind in den Schulbänken gesessen, was komisch ausgeschaut hat, denn diese Möbel waren viel zu klein und zu eng für Erwachsene. Aber dafür haben wir weiter keinen Blick gehabt, denn wir waren viel zu sehr auf unser Theaterstück fixiert und sind mit feuerroten Köpfen und glühenden Ohrwascheln hinter unserer bescheidenen Bühne rumgerannt. Das heißt, ich war mit einer Sonderaufgabe betraut worden. Nachdem unser Herr Lehrer gewusst hat, dass ich Zither spielen kann, hat er mich hinter der großen Schultafel versteckt. Dort saß ich im Dunkeln an einem kleinen Tisch mit meiner Zither und wartete, bis ein Engel auftrat, der die Worte sprach: Hörst du des Engels Gloria? Also, das war mein Stichwort. Und da, so hat der Herr Lehrer gesagt, da spielst du dann ein paar sphärisch-himmlische Akkorde. Verstehst du schon, hat er gesagt. Ich habe vorsichtshalber ja gesagt, obwohl ich keine Ahnung gehabt habe, was ein sphärischer Akkord sein soll. Hätte er halt nicht wie ein Akademiker mit mir reden sollen, der Herr Lehrer. Na, hat war nicht so ein Blödsinn rausgekommen, wie sich jetzt dann gleich rausstellen wird. Schuld war er selber, der Herr Lehrer, das behaupte ich heute noch im Nachhinein. Ich sitze da also hinter der Tafel im Dunkeln, habe schon mindestens eine halbe Stunde lang meine Finger auf den Saiten, auf dem G-Dur-Akkord der Zither griffbereit. Da tritt endlich der Engel auf und spricht die für mich so verhängnisvollen Worte: Hörst du des Engels Gloria? Da war ich endlich an der Reihe und habe meine gelangt in die Sorten und habe mit Fortissimo den völlig unpassenden Holzhackermarsch gespielt. Schon nach wenigen Takten habe ich eine seltsame Unruhe seitens des Publikums vernommen und auf einmal hat jemand laut gelacht und dann haben die anderen auch gelacht und der Herr Lehrer hat eine vernichtende Handbewegung zu mir hergemacht hinter die Tafel und ich habe mir gedacht, Auge zwick, das mit den sphärischen Akkorden, das hast du sicher nicht richtig gemacht. Thank you.
Meine endgültige Aufklärung darüber, dass es kein echtes Christkindl gibt, vollzog sich bezeichnenderweise in einem Stall, in unserem Stall, unter einem Haufen Heu. Zum heimischen Handwerksbetrieb bei uns, also mein Vater war Schreinermeister, gab es nämlich auch noch eine kleine Landwirtschaft. Glorhäusler, hat man gesagt zu uns, Glorhäusler. Im Stall stand eine Kuh, etliche Gassen und Schafe, ja und dann ein Fack. So ein richtiger Facken. Der hat das gefressen, was wir nicht mehr gepackt haben. Dann waren da noch eine Schar Hähner und eine Katz haben wir selbstverständlich auch gehabt. Dafür wiederum keine Mäuse. Mit unserer Kuh, es war eine graue Kuh, deshalb liebevoll von allen das Graue genannt, habe ich eine ganz besonders enge Beziehung gehabt. Unser Graue hat nicht nur Milch geliefert, sie war auch ein braves Zugtier und hat ihr Heu, ihr Fressen selber heimgezogen vom Feld. Abgesehen davon bin ich ihr im Sommer beim Heu einfahren immer zur Seite gestanden und habe ihr die lästigen Fliegen und Bremsen mit Hilfe eines Staudenbüschels abgewehrt, denen sie oft hilflos ausgesetzt war. Ja, wir zwei waren gute Freunde, wir haben gut zusammengearbeitet. Und ich habe mir oft eingebildet, ich kann so richtig reden mit ihr, vor allen Dingen in der Zeit, wo da der Nikolaus gekommen ist, wo man im Stall, im Heu, unterm Heu recht brauchbare Verstecke hat finden können. Oder eben auch zur Weihnachtszeit. Viele werden mir jetzt recht geben, dass so eine Stallatmosphäre eine wunderbare Wärme und Geborgenheit ausstrahlt. Hutschi, hei, hutschi.
So habe ich halt wieder einmal die Tage vor Weihnachten so beim Dunkelwerden das Zwiegespräch mit meiner grauen Freundin gesucht und mich zu ihr in den Barren ins Heu gesetzt. Viel Platz hat man ja als 7-8-Jähriger nicht braucht. Ich habe den Duft des frischen Heus und das vertraute Geräusch des Wiederkauens genossen. Plötzlich höre ich die Stimmen meiner Eltern und ich habe mich blitzschnell im Barren mit Heu zugedeckt. Warum, das weiß ich halt auch nicht. Und bin regungslos liegen geblieben. Anscheinend war auch für meine Eltern der Stall ein geeigneter Ort, über so geheimnisvolle Dinge zu reden, wie sie halt einmal um die Tage vor Weihnachten notwendig sind. Und so standen sie direkt mit dem Rücken zu mir, angelehnt an den steinernen Barren, ohne zu ahnen, dass ich in greifbarer Nähe unterm Heu versteckt lag. Ob er's denn schon weiß, der Bub? Der Bub, das war ich. Die Sache mit dem Christkindl haben's gemeint. Oder ob er's nicht weiß und wie man's ihm vielleicht am besten beibringen sollte. Oder ob's vielleicht noch zu früh ist. Es war gerade recht. Nicht zu früh und nicht zu spät. Und gerade richtig so. Und es hat auch keine weitere Unterhaltung gebraucht, denn ich habe voller Stolz am nächsten Morgen zu Erna gesagt, gestern auf die Nacht, wie euch ihr im Stall draußen unterhalten habt, war ich direkt hinter euch im Barren unterm Heigling und hab alles mitgehört. Als Nachtrag dieser Geschichte wäre noch zu betonen, dass ich während der Zeit dieser ungewollten Aufklärung seitens meiner Eltern in größter Sorge war, meine Freundin, das Graue, würde dummerweise eine größere Menge Heus von der Seite wegnehmen, wo ich gegen bin. Damit hätte sie mich im wahrsten Sinne des Wortes aufgedeckt. Aber unser Graue war ja alles andere als eine blöde Kuh. Irgendwie musste ich aber dann eingeschlafen sein, denn ich wurde plötzlich etwas unsanft geweckt von meiner Freundin Kuh, indem sie mir liebevoll mit ihrer gewaltigen Zunge übers Gesicht fuhr. Sie konnte ja nichts dafür, dass ihre Liebkosungen eher der Abreibung eines grobkörnigen Schleifpapiers glich. Thank you.
Schlumps auf Riegel, Rosens Klarinette und den großen Sumsa-Sums aus sein. Handtuch die Laufen, lassen bleib nicht schlafen. Ich bin schon auf mein Heim. In dem Abwastkiezel und am Budelstriezel mit der Schnippe und am Brei und am Flammenhine nimm mich an die Zwiene und an der kaisersten Rautenwein. Nachbar, lasst uns bieten, dass er unsere Hirten ja, mein wunderbares Grund bewahrt. Als mein Brief im Sommer, fui und ohne Kummer, Glück und Segen bei der Kinderschuh. Erinnere mich gern an meine Jugendzeit, wie sich so jahrelang die Stunden des heiligen Abends abgespielt haben. Mit 16, 17 Jahren hat man mir längst die ehrenvolle Aufgabe übertragen, den Christbaum zu schmücken und zu gestalten. Doch bevor es dazu kam, gab es noch viel anderes zu erledigen. Der heilige Abend fing für mich als Organist, der ich damals war, mit dem morgendlichen Engelamt an. Unsere Orgel, die konnte sich sehen lassen. 28 klingende Register und 2 Manuale. Da musste man sich schon anstrengen, um die nötige Luft dafür herzubringen. Übrigens, das war die Aufgabe der guten alten Resel, die sich als Totenbackerin, als Kirchenzeitungsverkäuferin und als Orgelaufzieherin die nötigen paar Mark zu ihrer kargen Rente hinzuverdient hat. Wenn's noch nicht so groß war, Luder, hat's hin und wieder gesagt, Dresel, und hat damit unsere Orgel gemeint. Und wenn ich volles Werk gespielt hab, alle Register gezogen hab, dann hab ich halt gern die Probe aufs Exempel gemacht und hab eine musikalische Generalpause eingelegt. Und da hat man's dann ganz deutlich werkeln gehört und schnaufen, die Resel, meine, und hin und wieder auch schimpfen, vom damischen Teufel da vorn. Und damit hat's mich gemeint. Doch her noch, wenn wir dann vor der Kirche draußen gestanden sind und sie sich eine Zigarette genehmigt hat, sie hat mit 60 Jahren als Raucher angefangen, bin ich dann nur einmal getadelt worden vor ihr. Was musst du allerweise sämtliche Register ziehen, wenn sowieso alle schlafen in der Früh beim Engelamt?
Ich pflegte ihr dann immer zu entgegnen, Resel, wenn's du so weiter rauchst, nachher werd euch bald einmal die Luft ausgehen, dir und der Orgel. Die Resel ist längst schon wegen ihrer Verdienste am Blasebalg in den Himmel gekommen und die alte Orgel, die wurde durch eine neue ersetzt. Die zur Heil, Heil.
Am Vormittag des Heiligen Abends habe ich dann meistens einen Christbaum besorgt. Aber jetzt kommt nicht die berühmte Geschichte vom Christbaum stehlen. Sowas hätte ich mir nie getraut. Schließlich hat man ja selber einen Waldbesitz gehabt, wenn auch nur sehr klein, aber mit einigen jungen Baumbestand. Es konnte vielleicht vorkommen sein, dass man im Eifer des Gefechtes seinen Christbaum beim Nachbarn abgeschnitten hat. Aber dann war das auch nur einmal im Jahr passiert, weil man halt nicht genau gewusst hat, wo die Grenze verläuft. Kann ja niemand verlangen, dass man unterm meterhohen Schnee stundenlang nach Markstein sucht. Allerdings muss ich dazu sagen, so konnte es auch den Nachbarn gegangen sein. War der Baum dann schließlich zu Hause, stand er ganz schnell in der guten Stube und wartete auf sein festliches Kleid. Diese Stunden, als ich den Christbaum schmücken durfte, waren für mich die schönsten und sind mir bis heute unvergesslich. Denn an diesem Nachmittag war immer mein Vater mit dabei und hat mir geholfen. Wir zwei waren ein eingespieltes Team und es war uns gar nicht recht, wenn uns jemand gestört hat. Ich war immer beeindruckt und immer wieder beeindruckt, mit welcher Geduld, die mir ja sonst von ihm in diesem Ausmaß nicht gewohnt war, mit welcher Geduld er feinste Arbeiten verrichten konnte. Hände von einem Schreinermeister, der das ganze Jahr über fest hinlangen muss, die war nicht unbedingt geeignet zum Handieren von Goldfäden und zerbrechlichem Glitzerwerk oder gar zum Glattstreichen einzelner Lamettastreifen. Aber das Allerschönste waren immer seine Geschichten, die er mir dabei erzählt hat. Geschichten, die man sonst das ganze Jahr über nicht von ihm gehört hat. Jedes Mal hat er dann irgendwann zwischendurch gefragt, ob ich wohl das nächste Weihnachten auch noch erlebe. Er war damals Mitte der 70. Und da war dann ich wieder an der Reihe und habe meistens mit gutem Erfolg diese düsteren Gedanken wieder austrieben und ausgeredet. Doch wie er an seinem letzten heiligen Abend ans Fenster gegangen ist und Richtung Friedhof geschaut hat, das ist nicht weit weg von uns daheim, und wie er da gesagt hat, das nächste Weihnachten, da lebe ich bestimmt nicht mehr. Da war es dann langstarrt in der Stube. Und keiner mehr hat was gesagt. Und auch ich hab's gespürt, dass er wohl recht hat. Und hab ihm nimmer dagegen geredet und es hätte er gar nicht passt. Und so ist er dann schließlich eingetroffen.
Mit dem Tod meines Vaters, des Schreinermeisters, ist auch die Tradition des Sargmachens in unserem Dorf zu Ende gegangen. Wenn in der Gemeinde jemand gestorben ist, dann war das einfach so Brauch, dass bei uns in der Schreinerei der Sarg bestellt worden ist. Gerade so wie irgendein Möbelstück oder Fenster oder Türen. So was muss ein Schreiner kennen, hat er immer gesagt, der Vater. Und so eine Truhe, so ein Sargmacher ist gar nicht so einfach. Besonders die Ausziehbauten. Die waren besonders kompliziert und waren für die Bessern bestimmt. Oft haben wir ihm geholfen, mir Burm beim Streichen oder Borken aufnageln, weil da hat es ja meistens pressiert, hat sich ja nie einer vorher angemeldet. Einmal war es ähnlich brisant. An einem ersten Weihnachtsfeiertag war unser Vater in der Schreinerwerkstatt gestanden und hat dann so einen Ausziehbauten, also einen extra schönen Sarg machen müssen, weil unser hochwürdiger Herr Deckang gestorben ist. Und da war er schon ein bisschen verärgert, unser Vater, denn einen einfachen Sarg hätte er auf Vorrat gehabt. Und da hat er sich schon einmal zu so Unmutsäußerungen hinreißen lassen, indem er gemeint hat, ich hab mir ganz gern Ming, aber so ein hoher geistlicher Herr, möcht's meinen, könnt's es auch ein bisschen anders einteilen, so wenigstens, dass ein einfacher Handwerker auch mal was hat vom Feiertag. Thank you.
Ein für mich wenigstens besonderes lukullisches Gaumengeschenk hat die vorweihnachtliche Zeit irgendwann einmal hervorgebracht, und zwar die berühmten Spitzbuben. Ein Gebäck, das von keiner anderen Sorte man wenigstens annähernd erreicht oder gar übertroffen wird. Und diese mir fast zum Laster gewordene Süßigkeit hat mich schon als Bub in eine böse Bedrängnis gebracht. Diese Geschichte habe ich so lange verheimlicht, bis dass ich erwachsen war. Ich habe nämlich damals als Bub die ehrenvolle Aufgabe gehabt, meiner Mutter auch beim Spitzbubenbacken zu helfen. Ich habe es vom Teig ausgestochen, mit Marmelade bestrichen und schließlich einen Deckel draufpappt. Und nachdem es vom Backrohr rausgekommen sind, habe ich es dann in Zucker gewälzt und in einer Blechdose sauber verstaut. Diese Blechdose, die haben wir heute noch, war viereckig und war oben mit einem Deckel versehen, der mittels Scharnier aufklappbar war. Und diese berühmte Blechdose habe ich dann unter Aufsicht meiner Mutter, wahrscheinlich aus gewissen Sicherheitsgründen, von der Küche bis zur Speisekammer getragen. Jetzt muss ich natürlich ergänzenderweise sagen, dass wir in der Speise große versperrbare Schränke stehen haben, deren Türen aber mit Luftlöchern versehen sind. So groß, dass gerade eine Burmerhand einigermaßen leicht reinkommt. Diese Luftlöcher waren aber nicht mit so feinen Fliegengittern versehen, wie das üblicherweise der Fall oder der Brauch wäre. Aber was für eine Schreinerei hat schon im eigenen Haus ganze Möbel. Auf jeden Fall hat mir die dabei entstandene Versuchung Folgendes eingegeben. Du musst die Spitzbubendosen genau so hinstellen, dass du diese süße Ware durchs Luftloch erreichen kannst. Und gerade so habe ich es dann auch gemacht. Und so hat es mir dann gar nichts ausgemacht, wie die Mutter die Tür hernach fest versperrt hat, in der Annahme, dass diese süße Verlockung für jedermann endgültig hinter Schloss und Riegel wäre. Die Adventszeit hat für mich herrlich begonnen. Jeden Tag habe ich mir einen Spitzbuben rausgeholt. Selbstverständlich mit dem nötigen schlechten Gewissen. Bis mich dann, ja, nach circa einer Woche ein furchtbares Schicksal ereilt hat. Wie ich nämlich gerade wieder am Ort der Sünde beschäftigt war, geht die Tür auf und mein ältester Bruder steht da vor mir und fragt mich, was tust denn da? Ich sage natürlich nichts, wie das so der Brauch ist. Aber nachdem ich ihm das Ganze erzählen habe müssen, hat er einen grausamen Plan ausgeheckt. Und damals ist für mich dann erst so richtig die Adventzeit losgegangen. Eine Fastenzeit, eine Zeit der Entbehrung und Erwartung. Das ist jetzt ganz einfach, hat er gesagt. Entweder ich sag's der Mutter, oder du fischst mir auch so Spitzbuben raus. Naja, weil er mit seinen großen Händen nicht mehr reingekommen ist beim Luftloch. Ich war auf jeden Fall froh über den letzteren Vorschlag
ohne zu ahnen, auf was ich mich da einlassen habe. Jeden Tag habe ich einen Handlanger machen müssen. Aber das Schlimme dabei war das, dass ich für mich selber keine mehr rausnehmen habe trauen, weil ich Angst gehabt habe, dass die Geschichte sonst auffliegt. Nur dazu, wo die Bemerkung unserer Mutter unüberhörbar war, dass die Spitzbuben heuer gar so zusammenhocken. Dass die Geschichte schließlich zu einem guten Ende gekommen ist, verdanke ich ausschließlich Gottes Fügung, wie ich meine. Denn wie sonst hätte plötzlich ausgerechnet mein ältester Bruder den Auftrag gekriegt, dass er vor diese besagten Luftlöcher ein Fliegengitter hinmachen muss, und damit hat er höchstpersönlich, aber unfreiwillig, diesem sündhaften Treiben ein Ende gesetzt. Und wenn ich mich noch gut erinnere, so haben wir uns, der Bruder und ich, an diesem heiligen Abend immer ein bisschen verstohlenst angeschaut, wenn einer von uns auf einen Spitzbuben hingelangt hat. In der vergangenen Stunde erzählte Fritz Meier Erlebnisse aus seiner Kinder- und Jugendzeit. Dazu spielten und sangen die Schönauer Musikanten, die Kameramusik, die Ramsauer Sänger, die Maultrommelmusi Meier, die Kräuterklarinettenmusi,
die Fischbachauer Sängerinnen, die Garmischer Kinder, das Tobi Reiser Gitarrentrio, die Wetterstörner Musikanten, die Riederinger Burm, die Partenkirchner Spielmusik, die Tobi Reiser Orgelmusik, die Inntaler Sänger, die Berchtesgadener Saitenmusi, die Tegernseer Musikanten, die Königsseer Flötenmusi und die Tobi Reiser Geigenmusi. Die Zeit, es ist 22 Uhr. Hier ist der Bayerische Rundfunk mit seinem Programm Bayern 1.